schauen und wünschen Ihnen eine gefreute Wielerwoche, Ihre Wieler Zeitung. Und das soll gut sein für die Augen, im Fall bei Ihnen die Heimempfangsstörungen vorkommen sind. Wir kommen heute nochmal auf den Ausbau der Migros-Wil zu reden. Sie werden beide Parteien, also Pro und Contra, können hören. Wir fangen mit den Gegnern an. Das Komitee für eine menschenfreundliche Einkaufsstadt möchte Ihnen seinen Standpunkt nochmal filmisch darlegen. Grüezi miteinander. Wir vertreten das Komitee für eine menschliche Einkaufsstadt. Sie haben es vor ca. 2 Monaten am Kabelfernsehen gesehen. Unsere Hauptanliegen sind die gleichen geblieben. Vielleicht können Sie sich noch erinnern. Wir möchten Ihnen jetzt einmal zeigen, wie es in einer bürgerlichen Stadt wie Wil geht, wenn man eine solche Aktion startet. Wir haben hier einiges festgestellt. Unsere Petition und somit unsere Anliegen, vor allem aber wir selber, sind nicht ernst genommen worden. Es scheint, dass man nur als guter Steuerzahler kann massiven Druck auf Behörden ausüben. Auch das Alter spielt eine wesentliche Rolle. Denn wenn Sie nur so gute und vernünftige Ideen haben, wenn Sie nicht ein gewisses Alter erreicht haben, stoßen Sie auf lauter Schwierigkeiten. Scheinbar sind unsere 1800 Unterschriften und eine gute Idee zu wenig gewesen, um beim Gemeinderat ein offenes Ohr zu finden. In einem Gespräch mit dem Herrn Wechsler hat er uns gesagt, dass die Unterschriften der auswärtigen Konsumenten überhaupt nicht zählen, weil die sowieso nur neidisch auf das Einkaufszentrum sägen. Wir finden das recht eine gewagte Aussage. Der Herr Wechsler sieht doch sicher auch, dass die Stadt Wil von den auswärtigen Konsumenten nur profitieren kann. Wir hätten Ihnen auch gerne ein Interview mit dem Herrn Wechsler gezeigt. Auf unsere schriftliche Einladung hat er uns unter anderem geantwortet, ich zitiere, ich halte dafür, dass es deshalb weder üblich noch sinnvoll ist, wenn im gegenwärtigen Zeitpunkt ein Vertreter des Gemeinderates zum Projekt offizielle Stellung nimmt. Wir fragen uns ernsthaft, ob der richtige Zeitpunkt denn erst bei der Einweihung vom Mikrobau wird da sein. Obwohl das Problem akut ist, ist es von verschiedenen Seiten aufs Äußerste verniedlicht worden. Wir können das ganz konkret begründen. Der Herr Fäh vom Grossanzeiger, wo seine Artikel komischerweise mit HE visiert, wirft uns unter anderem vor, wir hätten uns weder mit den Behörden noch mit dem Migros unterhalten, obwohl wir mit den Behörden mehrere Diskussionen hatten. Und auch die Einladung vom Migros-Filialenleiter Herr Spengler angenommen haben. Er behauptet auch, der Ausbau der Migros sei nur nach den Wünschen der Stadt Wil gerichtet. Glauben Sie, es entspricht Ihrem Wunsch, dass das Verkehrsproblem noch grösser wird? Oder glauben Sie, dass Sie sich wünschen, dass die Verteilergiganten noch grösser werden? Weiter sagt er, das Komitee für eine menschliche Einkaufsstadt rechne 80%ig sicher damit, dass die Forderung von ihrer Petition erfüllt wäre. Diese Behauptung ist erlogen. Wir haben noch weitere, nicht korrekte Aussagen vom Herrn Fäh wollen im Grossanzeiger berichtigen. Er hat jedoch die Gegendarstellung von uns abgelehnt.
Auch der Herr Menzi vom Neuen Wieler Tagblatt kritisiert, dass unsere konkreten Argumente noch in den Sternen stehen. Wir finden vom Herrn Menzi eine Anmassung, sich auf alle Gebiete als Kritiker mit besonders starkem Urteil aufzuspielen. Unter anderem gibt er uns einen Rat, dass auch wir so hätten sollen vorgehen wie die IG unter der Bahnhofstrasse. Wenn der Herr Menzi die Sache aber genau studiert hat, hat er vielleicht gemerkt, dass unsere Interessen ideell und die von der IG unter der Bahnhofstrasse finanziell sind. Wir sind von den Detailisten schwer enttäuscht worden. Von ihnen haben wir am meisten Unterstützung erwartet. Aber eben, der Neid unter den Einzelnen ist so gross, dass die Migros seelenruhig zuschauen kann, wie sich die einzelnen Detailisten gegenseitig austricksen. Allmählich aber haben wir feststellen, dass einige so angesehene Detailisten hindurch die Migros beliefern. Es ist darum nicht erstaunlich, dass uns die meisten wie ein heisses Eisen fallen gelassen haben. Doch muss ich noch sagen, dass es nur die meisten gewesen sind. Die Informationssendung von der Migros. Endlich haben sie doch noch etwas gebracht. Aber leider erst auf Druck von 1800 Unterschriften. Doch was ist das für eine Informationssendung gewesen? Ohne Zahlen. Der Grundriss, den sie zeigend haben, war unübersichtlich. Zu allem haben sie nicht einmal den Maßstab vom Plan bekannt gegeben. Der Herr Ruckli hat uns mit keiner Silbe erwähnt, obwohl wir den eigentlichen Anschluss zur Sendung gegeben haben. Und obwohl im Programm gestanden ist, dass er zur Petition wird Stellung nehmen. Wir müssen hier auch nochmal betonen, dass wir von der Migros nie einmal konkrete Zahlen gesehen haben, sondern immer nur auf Ausreden gestossen sind. Der Herr Spengler, Filialleiter, hat uns in einem Gespräch gesagt, dass wir jederzeit alle Informationen, also auch alle Zahlen, über die Migros haben können. Nur nicht von ihm. Aber auch auf unsere schriftliche Anfrage an die Migros-Zentrale in Gossau haben wir keine Antwort bekommen. Auch das Interview, wo uns der Herr Spengler versprochen hat er wegen einer Interviewsperre von Gossau nicht dürfen geben. Vor einer Woche hat sich der Herr Ruckli bei uns gemeldet und hat mit uns beim Kaffee die ganze Sache durchgehen. Als wir den Termin telefonisch bestätigen wollten, ist der Herr Ruckli ganz plötzlich verreist gewesen. Für uns also nicht erreichbar. Ein Herr Meier hat uns mitgeteilt, dass der Herr Ruckli sowieso nicht am Gespräch mit uns interessiert sei. Haben Sie jetzt nicht auch das Gefühl, dass da einiges nicht stimmt, was Migros, Zeitungen und Behörden von uns erzählt haben? Alle sagen, wir dürfen nur behaupten. Doch gerade wir sind diejenigen, die bis jetzt Zahlen und Fakten gebracht haben. Gestellte Szenen à la Migros könnten wir auch machen. Aber ist das echte Information?
Wir möchten jetzt noch allen danken, die uns unterstützt haben oder noch unterstützen werden. Wenn Sie uns noch ein paar Anregungen geben wollen, so können Sie uns heute am Montag vom 7:30 bis 8:30 unter der Nummer 22 52 90 erreichen. Und jetzt noch ein paar besinnliche Zahlen zum Abschluss. Guten Abend miteinander. Auf Wiedersehen. A bientôt.